Wiederaufbau. Elamin ist 13 Jahre alt und besucht unsere Krokodilschule. 2,5 Jahre lang, im Alter von 9 bis 11, musste er auf den Feldern arbeiten. Er hat schon Oliven geerntet und Erbsen und Trauben, aber Kartoffeln sind am schlimmsten. Darüber ist er sich mit vielen anderen Kindern einig. Nichts ist schlimmer, als 10 Stunden am Tag Kartoffeln ausgraben zu müssen. Es fühlt sich an, als würde einem der Rücken abbrechen, erzählt er mir. Und die Finger werden ganz steif. Auf die Felder möchte er nie wieder, und er ist sehr froh, dass er seit April 2018 stattdessen unsere Krokodilschule besuchen kann. Er ist sehr erleichtert, dass seine kleineren Geschwister nie erfahren müssen, wie es ist, auf den Feldern zu arbeiten. Zu Hause in Aleppo war sein Vater Architekt. Elamin hat immer die exakt gezeichneten Entwürfe auf seinem Schreibtisch bewundert. Er hofft, dass er auch eines Tages Architekt werden kann. Denn wenn der Krieg vorbei ist, werden in Syrien dringend Menschen gebraucht, die die zerstörten Häuser wieder aufbauen können.